wir sind jetzt hier in der Düngerstreuer-Testhalle und viele von euch bereiten sich auf die Düngung vor, haben schon Dünger gekauft oder sind gerade dabei, Dünger zu kaufen. Und wichtig ist, dass ihr kontrolliert, ob es für euren Dünger, den ihr kauft, auch Einstellwerte für eure Maschine gibt, für euren Düngerstreuer. Und am besten macht ihr das, dass ihr beim Kauf schon mal in die Streutabelle reinschaut mit eurer Arbeitsbreite und euren Scheiben, ob dafür auch alles zur Verfügung steht. Dafür geht ihr entweder ins Internet oder zückt euer Handy und geht in die Streutabellen-App und schaut, ob ihr eine Einstellwerte findet. Und das machen wir jetzt mal gerade. So, jetzt sind wir auf dem Handy, wählen die Rauch-App aus. Dann haben wir Fertilizer-Chart, auf die Tabelle gehen, das richtige Maschinenprofil habe ich schon. Dann gehe ich auf Düngemittel und hier haben wir ganz oben die Lupe. Und da ist es immer das Allereinfachste, ihr gebt dort in die Lupe, in das Suchfeld, den Namen vom Dünger ein, der auf dem Lieferschein oder auf dem Warenbegleitpapier steht. Ich habe hier einen Nutramon und wenn ich jetzt Nutramon eintippe, da kommt er schon, wähle ich aus. Normaldüngung und dann habe ich die ganzen Einstellwerte von der Streutabelle für meine Scheibe entsprechend drinnen, kann ich sagen, okay, kein Problem, funktioniert. Aber was machen wir, wenn ich keine Streutabelle für meinen Dünger finde? Und da ist es auch wichtig, dass es genau der Dünger ist. Also auch wenn das jetzt ein Kalkamon ist, der vielleicht das gleiche Schüttgewicht hat, aber ein anderer Hersteller, dann dürft ihr nicht die Streutabelle nehmen, sondern das ist dann ein anderer Dünger, der anders fliegt und sich anders im Wurfflügel verhält. Da müsst ihr schon die richtige Streutabelle haben. Und dafür könnt ihr eine Düngerprobe zu uns einschicken, hier in die Streuhalle. Wie macht ihr das? Ihr geht an den Düngerhaufen, nehmt ungefähr eine 3 Kilogramm Probe als Mischprobe, also aus verschiedenen Stellen. Dann geht ihr ins Internet. Im Internet haben wir ein Formular zum Runterladen. Bei uns auf der Webseite unter dem Bereich Service gibt es dieses Formular für Zusendung einer Düngerprobe. Das füllt ihr aus. Ganz wichtig ist, welchen Streuer habt ihr, welcher Scheibentyp ist drauf und welche Arbeitsbreite wollt ihr streuen. Und dann möglichst alle Informationen, die ihr zu dem Dünger habt. Also den Lieferschein, das Warenbegleitpapier, wie genau heißt der, das eine Kopie vom Lieferschein mitschicken. Und das schickt ihr hier oben an die Adresse, das ist hier, wo wir gerade sind. Und die Kollegen, die brauchen so 2 bis 3 Arbeitstage, bis sie die Düngerprobe bearbeitet haben. Also frühzeitig bitte machen, nicht heute schicken, morgen streuen, sondern lieber eine Woche vorher schon dran denken, schickt uns das und wir geben euch dann eine Einstellempfehlung, wie ihr die Maschine einstellen müsst für diesen Dünger. Also ganz einfach, viel Spaß beim Düngen.